Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Popshow und Toy-Show, wobei heute nicht so viel Toy, eher wenig Toy, aber ein bisschen Toy ist mit dabei. Ja, die WonderCon ist demnächst Ende April und da werden dann wieder einige exklusive Pops in den Läden erscheinen. Das Ganze ist wieder eine Virtual-Con natürlich, das heißt, das findet jetzt gar nicht physisch statt, geht halt noch nicht. Na, mal sehen, ob wir dann 2022 wieder ein paar Conventions machen können. Gut, bei denen sind wir normalerweise nicht dabei, weil die finden halt in Amerika statt. Na, aber egal. Ich fange einfach mal an mit Super Chicken. Ja, ich kenne den Charakter so jetzt nicht. Tatsächlich. Aber ist halt, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ist das Hanna-Barbera oder was? Oder Warner Brothers? Man weiß es nicht. Inzwischen ist das sowieso nicht mehr ganz so klar, wem was gehört. Ja, ich kenne den Charakter nicht, sieht aber super aus, macht sich bestimmt toll mit verschiedenen anderen Charakteren, die so ein bisschen in die Musketiere-Reihe gehen. Ganz, ganz witzig. Schon irgendwie interessant. Ja, dann kommt hier Madame Mim in Schweinekopfform. Das ist aus hier Hexe und der Zauberer. Ich bin froh, dass es da endlich Pops gibt. Schön wäre es, wenn sie jetzt noch hier so einen Deluxe-Moment machen, wo der Junge da versucht, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Ne, und der Zauberer da ist oder die Hexe und der Zauberer halt im Kampf gegeneinander sind. Das wäre auch schon sehr schön. Ist ein toller Disney-Film, falls ihr ihn noch nicht kennt, frage ich mich, warum nicht. Der ist super, solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Und das ist halt einer der Pops, der dazu rauskommt. Schon interessant. Er sieht halt hässlich aus, aber das soll er ja auch. Dann ein wunderschöner Stormtrooper. Das ist wahrscheinlich der schönste Stormtrooper, den wir bisher gesehen haben. Der sieht richtig super aus in Gold. Ich finde den toll. Ist halt auch wieder so ein Artist-Series-Ding, denke ich, glaube ich, meine ich. Ist, glaube ich, so, naja. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also den finde ich echt schön. Kommt nicht oft vor, dass ich das sage. Obwohl diese Stormtrooper mit diesem Helm sehen halt auch echt gut aus, ne? Schaut euch mal die ganz frühen Stormtrooper an. Die hatten Helme, da waren die Augen noch rund. Das ging überhaupt nicht klar. Das ist schrecklich. Ja. Dann Donald ist auch einer, der sehr geplagt ist von Pops, die nicht so gut aussehen, zumindest am Anfang. Aber die neuesten Donald-Pops sahen alle super aus und ich finde auch den tatsächlich zu den drei Musketieren, da gab es einen Kurzfilm. Na, da fehlen natürlich dann auch noch Mickey und Goofy natürlich. Sieht fantastisch aus, ich finde den großartig, finde ich meisterlich. Also der ist derjenige, ja, das gab jetzt den mit der Schlafmütze, den fand ich super. Dann gab es noch irgendeinen und der hier könnte für mich jetzt momentan der definierende, super tolle Donald sein. Den finde ich echt schick, weil das ist halt auch eine Storyline, die ich gut finde. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist was Feines, ist ein schöner Pop und Donald hat sich gemacht. Also wenn man das wirklich auch vergleicht mit dem ganz frühen Donald, dann sind da Welten zwischen und der sieht halt wirklich schön aus. Ja, dann kommt die Fee aus Die Schöne und das Biest. Das wird auch, das ist ein No-Brainer, der kommt auf jeden Fall super gut an bei den Leuten. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass der bei den ganzen Disney-Fans halt richtig einschlägt. Ne? Die freuen sich über sowas und da werden sie auch richtig Bock drauf haben. Kann man machen. Ich bin da jetzt nicht so für, aber ich sammle auch nicht wirklich Disney-Pops. Ich habe, glaube ich, gar nichts weiter mehr. Also ich habe da zwar auf der Seite noch einen Scrooge-McDuck stehen, aber sonst ist da nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, und jetzt kommt mir nicht mit der Leier, ja, Star Wars und Marvel ist auch Disney. Ich habe auch kaum oder gar keine Marvel-Pops und von Star Wars wird es auch immer weniger. Ja, also, ne. Ja, wo wir gerade bei Marvel sind, machen wir mal was von DC. Nein, das ist nicht Captain America. Nein, das ist nicht Ant-Man. Es ist Atom. Auf zum Atom. Nein, das ist Atom. Ja, der kann sich verkleinern. So auf kleine Größe. Und hier haben sie es halt so gemacht, dass der große Pop dann halt so einen Effekt hat. So. Und dann steht der Kleine mit davor. Finde ich eine super Idee, sollten sie häufiger machen. Also jetzt nicht genau diesen Effekt, aber dass man das halt macht, dass die Pops ein bisschen differenzierter werden, ein bisschen schicker, ein bisschen mehr Besonderheiten haben. Dann finde ich das toll. Das macht so einen kreativen Prozess bei den Figuren auch aus. Finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann gab es Pokémons, wieder neue, ne, hier Evoli-Varianten sozusagen. Und die sind dann halt natürlich in Diamond. Das heißt, also jeder Pokémon, den es irgendwie gibt, der kommt erst normal raus. Dann in 10 Zoll, dann in Flocked und dann nochmal in Diamond. Und wenn ihr Glück habt, nochmal in Glow in the Dark. Das heißt, ihr könnt im Prinzip eure Lieblings-Pokémons in zigfacher Ausführung in die Wohnung stellen, wenn ihr das wollt. Ja, ich würde es geil finden, wenn jedes Pokémon eine Chase-Variante hätte, wo einfach nur der Ball in der Box wäre. Einfach nur der Pokéball. Dann hast du am Ende ganz viele Pokébälle und man kann die ja vielleicht irgendwie mit einem Leuchten machen, dass die dann bestimmte Farben haben und die stehen... Ja, wenn Funko das macht,
Können sie natürlich immer schön eine Form recyceln. Finde ich eigentlich nicht so verkehrt. Aber die Idee an sich kann man machen. Ne? Oder warum macht ihr keine Packerpackers? Funko, ihr macht doch Packerpackers. Das sind ja diese Dinger aus dem Automaten. Die sind ja schon in Kugeln. Vielleicht, warum, wenn ihr die Lizenz habt für Pokémon, macht doch die Packerpackers mit Pokémon. Das würden die Leute total abfeiern. Das wäre eine kleine Goldgrube, wenn ihr diese kleinen Bälle habt und dann... Gut, die hören eh nicht auf mich, weil die gucken dieses Video nicht. Ne? War, als ich auf der Spielbahnmesse war, ich meine, klar, das sind dann Amis, ne? Die wissen das nicht, dass hier ein kleiner Deutscher so ein kleines Video jede Woche über ihre Firma macht. Aber die waren wirklich überrascht, dass es sowas gibt. Gibt's auch sonst irgendwie nirgends. Also ich glaube, die Amis machen sowas nicht. Habe ich zumindest so noch nicht gefunden. Aber ist auch egal, wir machen das ja für uns hier. Ne? Dementsprechend mache ich mal weiter. Üzma und Kork heißt er. Heißt er Kork? Kronk? Ich irgendwie so. Auf jeden Fall von des Schneiders neue Kleider hier. Ne? Ein Königreich für ein Lama. Nein, des Kaisers neue Kleider, nicht des Schneiders. Ja, das ist ja auch eigentlich eine Geschichte, wo es eigentlich darum geht, dass der Kaiser dann nackig durch die Straßen läuft. Das haben sie natürlich bei Disney umgewandelt. Er wird in ein Lama verwandelt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich aber trotzdem die ursprüngliche Geschichte, die dahinter steckt. Ne? Und dass er dann lernen muss, dass er eigentlich ziemlich albern ist. Da haben sie sich ganz schöne viele kreative Freiheiten rausgenommen. Aber gut, da sei es drum, da gibt es auf jeden Fall diese beiden Charaktere im Doppelpack. Natürlich auch für Disney-Fans super interessant. Also tatsächlich ist die WonderCon sehr Disney-lastig, finde ich. Sehr, sehr Disney-lastig. Das ist schon krass. Ja, aber gut, muss es auch mal geben. Ne? Jetzt warten natürlich die Harry Potter-Fans und sagen, wo ist unsere Convention? Aber, Kinder. Ja, Coco. Coco als Soda-Can. Finde ich in der Chase-Variante ganz witzig. In der normalen Variante gefällt er mir gar nicht. Woran liegt das? Weil die Figur einfach so überhaupt nicht so aussieht wie Miguel in dem Film. Zumindest, also mir gefällt das nicht. Das sieht aus wie, keine Ahnung, Alfred E. Neumann. Und das gefällt mir nicht. Das finde ich doof, das finde ich schade. Das ist also, gefällt mir nicht. Aber der Chase geht einigermaßen klar. Das kann man machen. Ja. Dann haben wir den Rocketeer. Hier gibt es komischerweise scheinbar keine Chase-Variante. Das ist auch relativ selten, aber was hättest du da auch machen sollen? Ohne Helm funktioniert dann ja nicht. Brauchst du nicht. Ist unnötig. Rocketeer ist übrigens ein super Film. Den haben viele Leute vergessen. Das ist ein vergessenes Kleinod, würde ich mal sagen. Das hat auch einen Superheldenfilm, basierend auf den ganzen Serials von früher. Ihr kennt das auch von Flash Gordon. Da gibt es halt immer diese... Da gab es früher im Kino gab es Vorfilme. Macht man heutzutage nicht mehr so oft, weil man braucht ja Platz für die Werbung. Aber früher im Kino war das halt so, da wurde vor dem Film, der dann ja auch meistens nur so 70 Minuten lang war oder weniger, so die ganzen Klassiker von damals in den 30er Jahren, die sind nicht so lang gewesen, weil man nicht so viel Filmmaterial auch hat und das war sehr teuer. Und da gab es dann immer noch so kurze Vorfilme, das sind so Serials, die hatten meistens Cliffhanger, das heißt, am Ende war dann halt die Geschichte nicht beendet und man musste auf die nächste Woche warten, um zu sehen, wie es weiterging. Zusätzlich gab es noch Wochenshows, das heißt Nachrichten, also damals war Kino wirklich noch ein ganz anderes Erlebnis, weil es gab eine Nachrichtenshow, es gab diese Serien, die Serials mit dem Cliffhanger und dann erst den Hauptfilm. Ja, finde ich mega geil. Ich würde es schön finden, wenn sowas heute wieder mehr gäbe. Es gab so ein paar Filme, da gab es so Kurzfilme vorher. Ne? Zu Roger Rabbit gibt es so ein paar Kurzfilme. Die sind dann vor irgendwelchen, ich glaube, Lieblinge, ich habe die Kinder geschrumpft, da lief dann so ein Roger Rabbit-Vorfilm vor. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sei es drum. Rocketeer, cooles Ding. Der Film war ganz gut. Könnt ihr, glaube ich, auf Disney Plus momentan gucken. Schaut euch den mal an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ich finde auch, die Soda Can sieht super aus. Warum es da keinen Chase gibt, weiß ich ja eigentlich nicht. Weil es halt wahrscheinlich nicht funktioniert hätte, aber na, trotzdem. Ja, dann gibt's Black Widow, die natürlich dann wieder mit Chase, einmal in schwarzer Kluft, einmal in weißer Kluft, kann man machen zum Film Black Widow, so wie es aussieht. Ja, brauche ich nicht viel zu erzählen. Wir warten auch alle auf den Film, der soll dann langsam mal erscheinen, dass man den sich mal angucken kann. Wobei ich bei Black Widow, ich glaube, ich hätte es bei Black Widow auch geiler gefunden, oder vielleicht kommt das dann noch, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie die Pläne sind, wenn es da eine Serie zugegeben hätte, also so eine mehrteilige Serie. Na, das hätte mir, glaube ich, persönlich besser gefallen. Aber gut, ne, dann hätte das wieder geheißen, ja, das ist doch ein vollwertiger Avenger, die muss doch auch ihren eigenen Film kriegen, wie alle anderen auch. Ja, meinetwegen. Ich glaube nur, dass bei ihr so viel Geschichte drin steckt, dass man da gut eine Serie hätte draus machen können. Und die wäre dann technisch gesehen, weil für mich sind heutzutage Serien fast die besseren Filme, weil sie einfach teilweise viel, viel interessantere Geschichten erzählen können. Ne? Was ich neulich noch kritisiert habe, dass Filme oftmals zu lang sind aktuell, so Blockbuster-Filme, ist bei Serien ja wieder genau umgekehrt. Serien sind mir oftmals zu kurz, ne? Außer jetzt gerade bei aktuellen Sachen, da ist das teilweise so, dass sie halt immer weitermachen, obwohl es eigentlich längst schon, aber gut, anderes Thema. Land of the Lost,
ist auch eine Serie von früher irgendwie. Und da gibt es hier diesen, keine Ahnung, wie heißt das, Sleestack oder so. Ich habe den Namen jetzt nicht drauf. Ich kann es auch auf der Dose nicht lesen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Figur, die da rauskommt. Ja, ein kleines Monster gibt es in der goldenen Variante als Chase dann. Ist auch Convention-only, aber da komme ich auch gleich nochmal genauer zu. Das heißt, da werden die meisten Leute gar nicht rankommen und hier für Deutschland ist der sowieso nicht so interessant. Ich glaube, das kennt kaum einer und will auch kaum einer haben. Also von daher macht euch da keine Gedanken. Ja, dann haben wir, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist aber auf jeden Fall so ein Wald-Awareness-Ding. Also das ist halt eine von diesen Figuren, diese Eule, die genau wie dieser Bär, den es da gibt, sozusagen dafür sorgen soll, dass die Leute nicht den Wald abfackeln. Finde ich gut. Also das unterstütze ich voll, lasst die Wälder stehen, rodet auch keine Regenwälder, wenn es nicht Not tut. Das muss alles nicht sein. Wir brauchen den Sauerstoff, den die produzieren, beziehungsweise, ja, wir brauchen das. Also wir wollen auf jeden Fall gesunde Luft haben durch Bäume, dementsprechend mehr Bäume. Ich würde es auch geiler finden, wenn überall auf den Dächern überall Bäume wären. Das gibt es in Japan ganz oft. Da gibt es dann irgendwie, auf jedem Hausdach ist ein kleiner Garten inzwischen. Das finde ich mega geil. Das ist eine super Idee, vor allem, weil du dann in die Innenstädte auch wieder Begrünung reinkriegst. Und super, super, total toll. Ne? Oder auf verschiedenen Etagen. Also ich würde es auch geil finden, wenn so Häuser, die eine gewisse Höhe haben, auf verschiedenen Etagen dann eben, ja, auch so Gärten hätten. Oder Parks, kleine Parks, einfach so offen dann. Ne? Total super. Macht man aber nicht, auch bei Neubauten heutzutage nicht. Wichtiger ist das Parkdeck, damit die ganzen Autos runterkommen. Die Umwelt ist da nicht ganz so wichtig. Ne? Gut, aber das ist auch wieder, ich werde zu politisch gerade, das lassen wir mal bleiben. Ist eine super Figur, sieht toll aus, finde ich, sieht sogar geiler aus, die Figur, als das Ding auf der Dose selber. Na, das gefällt mir dann auch gut, da hat Funko sehr gute Arbeit geleistet, ja. Dann gibt es ein Wacky Races Little Gruesome. Wacky Races wird nur deswegen produziert, weil Brian Mariotti, seines Zuges Chef von Funko, diese Figuren so mag. Also beziehungsweise diese Serie so mag. Das kennt hier heutzutage auch keiner mehr. Ja, das ist halt eine Serie mit verrückten Typen, die Autorennen gefahren haben. Zeichentrickserie von ganz früher, Hanna-Barbera, ist uralt, das Ding. Lief in Deutschland, glaube ich, auch irgendwann nur mal irgendwie vor Jahrzehnten auf Sat.1. Das lief noch nicht mal im ZDF, ne, wo früher diese Sachen liefen, sondern das kam dann irgendwann mal auf Sat.1, in der Erstausstrahlung irgendwann Jahrzehnte später. Optisch alles so ein bisschen in Richtung Scooby-Doo. Na, Charaktere auch so ein bisschen alle in Richtung Scooby-Doo und wenn ihr sowas mögt, ist das was für euch, aber wie gesagt, das kommt eigentlich nur auf den Markt, weil Brian Mariotti das so feiert. Hier interessiert das keine Sau, das kennt keiner. Na, gut, kommen wir zum Ende der WonderCon und zwar habe ich hier noch die Übersicht-Grafik, die vielleicht ein bisschen klein ist, dass ihr gar nicht so gut erkennen könnt, was da Phase ist, zur Convention, was dann in Deutschland auf den Markt kommt und wo. Und jetzt sagt ihr gleich, Moment, da fehlen aber ein paar Figuren. Ja, das ist richtig. Es gibt einige Figuren, die sind halt Convention-only. Die kommen dann nur auf der Convention raus, die kriegt ihr so gar nicht. Was Quatsch ist natürlich, weil die Convention ja nicht stattfindet. Aber das hat wieder so ein Lotteriesystem, wo ihr dann im Funko-Shop einkaufen könnt, exklusiv, wenn ihr da diese Lotterie gewonnen habt. Braucht ihr aber eine US-Adresse, sonst funktioniert das nicht. Ja, ansonsten gibt es hier, ihr seht schon, bei GameStop kommt der Atom raus, dann kommt hier bei EMP einiges raus und bei Pop in a Box auch. Und das ist das Ding. In England, auf der englischen Grafik, ist bei Pop in a Box zudem noch die Hexe von hier Sword in a Stone, die Hexe und der Zauberer, die werdet ihr in Deutschland dann auch bei Pop in a Box bestellen können. Das ist ganz klar. Also Pop in a Box, die machen da keinen Unterschied. Die bringen das auf ihre Webseite und dann wird das da rausgehauen. Ja? Egal, ob ihr jetzt auf der DE-Seite seid oder eben nicht, das ist Wurst. Ja? Was ihr sonst von dem Laden haltet, ist mir wurscht, aber ihr könnt auf jeden Fall sehr stark davon ausgehen, dass ihr auch diesen Disney-Pop dann da bekommen könnt. Ne? Weil der halt bei Pop in a Box rauskommt. Warum der jetzt hier auf der Grafik nicht erscheint, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es da eine Exklusivität für England gibt. Das wäre mir neu. Also wenn das wirklich so ist, wow, aber dann erzähle ich euch das auch noch, wenn ich es dann rausfinde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ansonsten ist ja alles soweit Wichtige dabei. Die Pokémon sind bis jetzt noch nicht angekündigt, da werden wir mal sehen, wo die rauskommen. Na, das ist dann noch ganz interessant. Und der Donald wird, glaube ich, ein Amazon.com-Exclusive sein und den werdet ihr auch bestellen können. Also wenn ihr Amazon-Kunde seid, könnt ihr auch mit dem deutschen Account auf der amerikanischen Seite einloggen und da einkaufen. Braucht allerdings natürlich eine Kreditkarte, die dahinter liegt, sonst funktioniert das nicht. Ja, kommen wir zu den nächsten Sachen, die ich noch gefunden habe. Und zwar ist da einmal The Rock. In dieser 25-Jahre-Variante irgendwie, keine Ahnung, Just Bring It mit dem Gürtel. Sieht toll aus, Wrestling-Fans werden es feiern. Na, ich finde es auch cool, dass man ihn erkennt allein schon. Ich meine, er hat ja eigentlich nur im Prinzip inzwischen einen Kopf, der einfach nur als Popkopf auch gar nicht so gut funktioniert, weil The Rock hat so einen langen, eckigen Kopf.
Ne? Aber allein durch diese hochgezogene Augenbraue, da erkennst du es dann wieder. Ne? Ja, dann kommt Pops zu His Dark Materials. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das war halt in Teil der Toy-Fair-Ankündigung. Die sehen von daher ganz witzig aus, weil die alle so kleine Tiere mit dabei hatten. Kleine Tiere mit dabei haben. Ich kann da gar nicht wirklich viel zu sagen. Ne? Der eine Pop sieht aus wie Ewan McGregor und ich glaube, das soll er auch sein. Na, da erkennt man das sogar mal. Also würde mich wundern, wenn das nicht ist. Aber ich glaube, er ist es. Und die haben halt alle diese kleinen Tierchen mit dabei. Viele werden das halt schon deswegen cool finden, wegen dieser kleinen Tiere. Ne? Kann man sich dann holen. Fürs Regal. Und notfalls haut man die Figur weg und stellt sich nur das kleine Tier hin. Das machen manche dann wahrscheinlich auch. Ja, dann kommt ein anderes Popline, und zwar zu Spike Lee. Das ist wieder so diese Regisseurreihe. Ich kann der nicht so wahnsinnig viel abgewinnen. Ich finde, Regisseure sind zwar teilweise Rockstars, und das, ich meine, jeder kennt einen Steven Spielberg, ne? Und Spike Lee natürlich auch super bekannt. Hat er Oscars gewonnen? Wahrscheinlich. Also mit Sicherheit. Der hat mit Sicherheit irgendwelche Oscars gewonnen für seine Sachen oder war zumindest nominiert. Ne? Trotz alledem ist das so, dass ich sage, ja, Regisseure als Pops, vor allem wenn es dann, ich meine, bei Spike Lee verstehe ich es vielleicht, wie gesagt, noch, weil der halt auch so einer der Rockstars unter den Regisseuren ist. Na, aber weiß ich nicht. Bei Hitchcock habe ich es auch noch verstanden, aber weiß ich nicht. Stellt sich einer einen Ryan Johnson ins Regal? Ernsthaft? Auch wenn er gut ist. Das tut nichts zur Sache. Wie gesagt, auch einen Steven Spielberg würde ich verstehen. Ne? Nur zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme ist Poltergeist von Tobi Hooper. Da hat zwar Steven Spielberg auch seine Finger drin gehabt, aber stelle ich mir deswegen Tobi Hooper Pop hin? Nein, mache ich nicht. Na, es gab ja sogar diesen Regisseur hier zum Ghostbusters Remake. Ach, es ist. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Ja? Ich meine, das sind ja auch wichtige Personen, aber so, keine Ahnung. Also irgendwie kann ich dem Ganzen nichts abgewinnen. Spike Lee, in allen Ehren, toller Regisseur, aber ich brauche den nicht als Pop. Definitiv nicht. Das geht schon ohne klar. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich guck mal, was wir sonst noch so im Angebot haben heute. Ja, wo wir gerade von Regisseuren reden, einer, der, den ich auch nicht als Pop brauche, aber der auf jeden Fall momentan in aller Munde ist, ist natürlich Zack Snyder. Und ich habe sie euch, glaube ich, auch schon zumindest zum Teil gezeigt, die Pops zum Snyder Cut. Ja, der Snyder Cut. Ich habe ihn noch nicht gesehen, über 4 Stunden lang soll er sein oder um die 4 Stunden und soll jede Minute wert sein, das finde ich in Ordnung und ich habe da auch Bock drauf, mir den irgendwann mal anzugucken, aber momentan hadere ich noch damit, mir ein Sky-Ticket zu holen, kostet dann irgendwie 11 Euro oder so. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, aber gut, sei es drum, die Pops sind auf jeden Fall relativ schick gelungen. Ich finde es schön, dass Darkseid auch seinen Auftritt in dem Film auf jeden Fall haben wird. Ich finde es toll, dass man das schwarze Outfit von Superman benutzt. Ich finde es schade, dass er keinen Mullet hat. Zumindest haben sie den Schnurrbart entfernt. Also das kann schon mal ein bisschen was. Ich finde, die Figuren sehen echt interessant aus. Komischerweise hat Darkseid ein bisschen schmal die Taille. Ne? Ich meine, Darkseid ist ja im Prinzip so ein Thanos-mäßiger Charakter. Und Thanos wirkt halt sehr bullig und groß. Und in den Comics wirkt Darkseid auch so. Aber aus irgendeinem Grund schaffen es die Spezialeffekt-Designer von DC, immer diese Figuren super schmal wirken zu lassen. Frag mich nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob das einfach eine realistischere Variante dann sein soll, die dann aber unrealistischer aussieht oder keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es da Pops zu gibt, ne? Und das sind halt diese paar hier, der Thanos wollte ich schon sagen, der Darkseid auf dem Thron ist natürlich auch ganz interessant, gefällt mir ganz gut, ansonsten sieht der andere auch ziemlich cool aus. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar Exclusives und das habe ich euch nämlich schon gezeigt, es gibt dieses 4-Pack, ne? In schwarz-weiß, dieses Black and White Metallic sogar, glaube ich, 4-Pack. Ne, wo die dann alle drin sind. Dann gibt es noch Exclusives bei Hot Topic und bei Walmart. Kann man machen, wenn man da Fan ist. Und DC-Fans, die den feiern, diesen Snyder Cut, die werden mit Sicherheit auch Bock auf die Pops haben, wenn sie dann Pops auch sammeln. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Ja, was haben wir noch? The Mighty Ducks, die habe ich euch auch schon gezeigt. Mein Gott, immer diese Wiederholung. Aber das ist halt so, irgendwann kommt die Ankündigung, ne, mit einer blöden Grafik. Dann kommt meistens dann irgendwie die News auf der Toy Fair. Und in den Monaten nach der Toy Fair, so nach Februar, ist es klar, ist erstmal ganz viel Wiederholung drin, weil wir die Sachen dann alle schon gesehen haben. Aber da kann ich halt auch nichts dran ändern. Deswegen Mighty Ducks, wieder mit Emilio Estevez, ist eine Serie, die auf Disney Plus dann läuft. Ja, kann man machen. Also wer da Bock drauf hat, ich finde das witzig, dass das kommt. Für mich ist das, glaube ich, nicht so spannend. Ich fand auch die Filme damals nicht so toll. Ich mochte die Zeichentrickserie, auch wenn die nicht so lange lief. Aber da waren es wenigstens Enden.
Ja gut, machen wir einfach weiter mit Frasier. Da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Frasier ist ein Charakter, den kennt ihr vielleicht gar nicht mehr, weil das halt auch eine Sitcom ist, die sehr alt ist. Ist ein Charakter, den es noch in einer noch älteren Sitcom gab, und zwar Cheers. Cheers war das Ding mit der Bar, ne? Where Everybody Knows Your Name, ne? Wo sie immer in den Keller gegangen sind mit Ted Danson und Woody Harrelson. Ne? Und da war er halt einer der Gäste. Ne? Und aus diesem Charakter ist dieses Spin-off Frasier entstanden. Ja, er ist Psychiater oder Psychologe, eins von beiden, ich weiß es nicht, ist tatsächlich ein kleiner Unterschied. Ne? Und da gibt es halt ein paar Bobs zu. Kann man machen. Kelsey Grammer hat den gespielt, den kennt ihr aber auf jeden Fall, wenn ihr die X-Men-Filme kennt, da hat er nämlich Beast gespielt in den ersten frühen X-Men-Filmen. In den späteren X-Men-Filmen war es ja Nicholas Holt, aber in den frühen X-Men-Filmen ist es er hier gewesen. Ja. Kann man machen. Genauso wie das hier, Wonder Woman Pops, jetzt gehe ich wieder zurück zu DC, warum habe ich die Bilder nicht in einer anderen Reihenfolge, dann hätte ich das direkt zusammen, egal. Wir sind ja immer noch bei Superhelden. Nein, sind wir nicht. Wir haben gerade Frasier Pops gemacht. Mist, jetzt habe ich keinen Übergang. Egal, Wonder Woman. Habe ich euch auch schon gezeigt, das sind die Wonder Woman der verschiedenen Jahre und verschiedene Wonder Women, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es alles Diana Prince ist. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber so ist es. Einmal, wir haben einmal so eine First Appearance Geschichte. Dann haben wir, glaube ich, einmal... obwohl, es ist Diana Prince. Das ist die Zeit, in der sie nicht Wonder Woman war, glaube ich, so direkt. Und dann so ein Outfit mit kurzer Hose und Leder und so getragen hat. Da habe ich, glaube ich, sogar die Comichefte zu. Mach sein. Dann irgendwie ein weißes Outfit und dann halt einmal noch so ein Valkyren-Amazonen-Outfit. Ja. Kann man machen. Wonder Woman-Fans wird's freuen. Weiß ich auch nicht. Wir haben Umbrella Academy Pops zur letzten Season auf jeden Fall. Und die sehen auch wieder ziemlich cool aus. Ja, da gibt es halt das Äffchen, ne, und die ganzen anderen Charaktere. Ne, Nummer 5 ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, und dann hier Vanya. Vanya, gespielt von Elliot Page. Und ihr sagt jetzt, Moment mal, die hieß doch Ellen. Nee, Elliot Page ist Transgender tatsächlich. Ja, Ellen Page hat sich dazu entschieden, nicht mehr Ellen zu sein, sondern ist jetzt Elliot. Spielt aber wohl die Rolle weiter. Also das kann man wohl sagen. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen in der Serie. Ne, ob das in irgendeiner Weise thematisiert wird oder ob das einfach weiterläuft. Keine Ahnung. Warum auch nicht? Das ist eben Schauspielerei. Ne? Finde ich eigentlich ganz gut. Gefällt mir gut, die Idee, dass das dann weitergespielt wird. Ne? Kann man machen. Ne? Elliot Page. Finde ich witzig. Auch, dass die Rolle dann weitergespielt wird. Wie gesagt, ich freue mich drauf zu sehen, wie sie das umsetzen. Ob sie das adressen oder nicht. Ja, dann gibt es natürlich hier noch weitere, ne? Ich wollte schon sagen Rüdiger, Klaus heißt der, Klaus, der heißt nicht Rüdiger, der heißt Klaus, obwohl Rüdiger auch ein schöner Name gewesen wäre. Ne? Und dann die ganzen anderen Charaktere hier sind auch mit dabei, sieht super aus. Die Serie ist auch schön, also ich mag die Serie wirklich sehr, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine gute Umsetzung des originalen Materials, finde ich. Ne? Ja, und da gibt es Vanya nochmal in einer exklusiven Variante und dazu dann diverse kleine Keychains. Kann man machen. Dann natürlich, witzigerweise ist hier der Target Exclusive bei den Keychains der Chase, so ungefähr. Das finde ich auch witzig, ne? Dann machst du, nicht ganz, glaube ich. Also das ist, hat weiße Klamotten, oder? Ich kann das ganz schlecht sehen, aber ich glaube, das ist nicht dieselbe Figur, nicht exakt, ne, in klein. Aber bei dem Target Exclusive hätte man natürlich auch den zum Chase machen können für die normale Variante. Hat man sich dann anders entschieden, aber warum nicht? Ja, kommen wir zu Marvel. Wieder mal. War ich schon bei Marvel? Weiß ich nicht. War bei DC vorhin. Jetzt kommen wir zu Marvel. Und zwar gibt es Poison Captain America exklusiv bei Pop in a Box. Ich weiß nicht, ob der schon wieder ausverkauft ist. Na, oder ob der erst kommt. Nee, der ist schon gekommen. Also da haben sie halt erstmal den Umriss gezeigt und dann kurze Zeit später ging der dann live auf der Seite. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob... Also ausverkauft ist er wahrscheinlich nicht. Vielleicht schon. Aber wenn ihr den haben wollt, könnt ihr den bei Pop in a Box exklusiv bestellen. Ja. Ich kann mit dem Charakter so jetzt gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Poison, ist das nicht auch eine von den... ist das nicht eine Rockband? Nein, Quatsch. Poison ist, glaube ich, auch einer von den Symbionten, oder? Und dann ist das irgendwie ein Symbiont, der mit Captain America zusammen ist. Würde Sinn ergeben, kann ich aber, wie gesagt, nicht bestätigen. Ich kenne mich da nicht aus. Kommen wir zu einem weiteren Captain America, und zwar zu dem Captain America aus The Falcon and the Winter Soldier. Und das ist John Walker. Ja, der neue Captain America, sehr kontrovers aufgenommen worden.
viele Leute finden den total blöd. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, warum die den so blöd finden. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Na, ich glaube aber trotzdem, dass es einen Grund gibt, warum die Leute den blöde finden. Und erstmal ist es nicht Chris Evans. Und zweitens wird der wahrscheinlich irgendwie eine Dark Agenda haben oder so. Keine Ahnung. Oder umgekehrt. Vielleicht ist der auch der also vielleicht redeemt er sich auch in den Augen der Fans, indem der irgendwas ganz Tolles irgendwann macht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich finde, man sollte dem eine Chance geben, auf jeden Fall. Und ich habe momentan jetzt noch nicht das Bedürfnis, mir Falcon and the Winter Soldier anzugucken. Ich habe Zeit. Ich gucke mir das an, wenn ich alle Folgen verfügbar habe. Dann schaue ich mir das vielleicht mal an. WandaVision habe ich immer noch nicht geguckt. Ich komme einfach nicht dazu. Aber gut, ich bin gespannt, wie der so rüberkommt, der neue Cap. Viele sind halt nicht so begeistert. Aber das ist immer so, wenn irgendwas verändert wird oder so. Ich meine, es ist nochmal so, nehmt es hin, Captain America ist in der Storyline, in der regulären Storyline ein alter Mann jetzt. Ne? Und dementsprechend kann der nicht mehr Cap sein. Ne? Ja, dieses Jahr ist wohl irgendwie das Jahr des Schildes. Ne? Und deswegen gibt es eine Collector Core Box, wo ihr Captain America Fans auch auf eure Kosten kommen werdet, denn es gibt eben diese Marvel Collectors Core Box. Die kann man dann immer bei Amazon bestellen, normalerweise in der ersten Wave nur nach Amerika, und wenn dann noch welche übrig sind, was eigentlich immer der Fall ist, gibt es nochmal eine zweite Wave, die dann auch nach Deutschland verschickt. Ist machbar, also ist jetzt nicht zu teuer das Ganze, könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt auf diese Boxen. Habe ich lange nicht mehr gezeigt, solche Boxen, aber ich finde auch die jetzt zum Beispiel wieder nicht so spannend, also Captain America ist jetzt nicht so mein Held. Ist nicht so meiner, finde ich meh. Geht so. Ja, ja. Zu dem Walker gibt es auch noch das ist eine Marvel Legends Figur sozusagen. Ja, ganz normale Marvel Legends. Die kommt dann auch von Hasbro. Oh, wir sind jetzt bei den Toys angelangt, siehst du? Ganz ohne Übergang. Haha, krasse Sache. Und den gibt es halt mit Wechselkopf, einmal mit und einmal ohne Maske. Und ansonsten halt in dem neuen Outfit des Captain America halt. Trägt in The Falcon and the Winter Soldier. Ist eine witzige Figur, ist ein Shaman One-Shot, gehört nicht zu irgendeiner Buff-Reihe oder so. Dementsprechend passt das schon. Ne? Könnt ihr euch holen, wenn ihr da Fan seid, dann habt ihr dann noch den anderen Captain America. Ne? Ja, und zu guter Letzt kommt noch etwas, das möchte ich euch unbedingt zeigen, da habe ich auch richtig Bock drauf, und ich habe auch schon Bescheid gesagt, dass ich da zumindest einen von haben will, dass ich da eine Review zu machen kann. Und zwar die Figuren hier. Das ist zu American Werewolf in London. Da habe ich ja schon Bescheid gesagt, dass ich den Werewolf auf jeden Fall haben will. Den kriege ich auch. Ne? Und hier wurde auch schon gesagt, alles klar. Jetzt seht ihr hier eine ganze Reihe an Figuren. Das ist aber nur einer. Also technisch gesehen ist es nur einer. Es gibt ne, von NECA diese eine Figur. Die gibt's dann. Und die hat aber, ganz, weil das Ultimate ist, ganz, ganz viele Köpfe mit dabei. Und ihr könntet dann im Prinzip durch den Tausch der Köpfe und der Waffen und des Zubehörs diese ganze Soldaten-Zombie-Truppe halt nachbauen, wenn ihr das wollt. Ihr bräuchtet hier halt mehrere. Ne? Ich werde einen auf jeden Fall da haben und werde dann immer mal einen anderen Kopf draufsetzen. Wenn ich das hier im Regal stehen habe, denke ich mal, werdet ihr bloß nicht sehen, weil das genau da steht, wo man das normalerweise nicht sieht. Ich brauche nur einen davon. Ich finde die aber super. Ich finde die total toll. Ich finde die Idee super, dass man Army-Building im Prinzip machen kann, indem man die austauscht. Na, und die sind halt auch essentiell für American Werewolf in London. Ich wünsche mir, dass da noch ein, zwei mehr Figuren rauskommen. So viele kannst du nicht machen, aber du musst auf jeden Fall seinen Kumpel machen, als Untoten. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und es wäre auch schön, wenn man ihn in der Verwandlung nochmal bringen würde. Das würde ich schon gut finden. Na, oder die beiden Tramper halt im Prinzip, also die beiden Rucksacktouristen sozusagen, in ihrer normalen Kluft. Würde ich auch gut finden, auch wenn es Menschenfiguren wären. Ihr wisst ja, ich habe da immer so meine Probleme mit, wenn die Figuren einfach nur ganz normale Menschen sind. Aber NECA macht ja einen guten Job, wenn die Gesichter und so machen. Das sieht immer cool aus. Dementsprechend würde ich mir das, könnte ich mir das gut vorstellen. Vor allem, weil die beiden dann halt auch so Klamotten dann haben, mit der orangenen oder roten Jacke und so. Der andere mit seinem grünen Parker. Das würde dann schon ikonisch aussehen. Das könnte man schon machen. Ne? Könnte man zum Beispiel auch so machen, dass man dann bei dem Kumpel halt auch den Kopf austauschbar macht. Egal. Würde ich auf jeden Fall feiern. Würde ich mich freuen, wenn dann auch mehr kommt. American Werewolf in London gehört auch mit zu meinen Lieblingsfilmen. Ja, wenn ihr diese Shows hier lange guckt, wisst ihr irgendwann, was ich gut finde. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Gut, an dieser Stelle ende ich die Show. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Gebt mir gerne ein paar Kommentare, was euch hier gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Also an Pops, ne? Nicht am Inhalt. Da kann euch ja nichts nicht gefallen haben. Ach ja. Nee, schreibt das lieber nicht. Also, schreibt einfach rein, welche Pops ihr euch hier holen werdet, ob ihr da Figuren von haben wolltet, was ihr von den NECA-Sachen haltet, das würde mich interessieren. Ansonsten denkt dran, Abo, Daumen, Kommentare, habe ich schon gesagt, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten, na, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, tschüss.